Im Kampfring bei Let's Play Pokémon Smaragd. Ich mache jetzt noch kurz was. Ein bisschen alte Team wieder reinholen hier. Wie hat man noch da noch? Ist man noch entfernt hier? So, wieder alles beim Alten. So, alles wieder in Ordnung. Ich nehme ihn mit. Ich habe aufgrund der Referee Entscheidung verloren. Ich hätte nicht nur defensive Attacken verwenden dürfen, sondern auch angreifen müssen. Ich habe durch die richtige Entscheidung des Referees gewonnen. Kontinuierliche Treffer auf das gegnerische Pokémon haben sich ausgezahlt. Der Kampf wurde als unentschieden bewertet. Als die Zeit abgelaufen war, hatten meine und die gegnerischen Pokémon die gleiche Anzahl KP übrig. Im Kampfring ist die Reihenfolge der Pokémon entscheidend. Hat dein erstes Pokémon bestimmte Nachteile aufgrund einer Elementkarte, sollte dein zweites Pokémon diese Nachteile ausgleichen. Ich denke, so stellt man ein hervorragendes Team zusammen. Die Co-Team-Turnierregeln. Ja, im Prinzip wirst du nach dem Kampf bewertet und sehen wir gleich wieder offene Kämpfe. Wir nehmen mit bevor dann ja Trainer Dusty, bitte tritt vor. Trainer Sonja, bitte tritt vor. K.O. Team Turnier, lasst uns beginnen. Ja, wie gesagt, wird jetzt alles berechnet. Also man hat eine bestimmte Anzahl an Runden, glaube ich. Verstand, Geschick und Körper. 5:1. Ich gewinne, also tschüss. Wavekick versus Hydro-Beam. Achso, stimmt, der Sinn nun. Mist. Wenn du ihn schon vorher besiegst, dann ist es egal. Von der Sache. Nur, dass du mal Bescheid weißt. Okay. So, und dann machen wir hier weiter. Komm auf. So, wie ihr auch schon gesehen habt, ich habe den Schieß jetzt wieder rausgenommen, weil schwer und anstrengend ist es hier nicht. Und deshalb. Verstand, Geschick. Und ich habe wieder gewonnen. Und tschüss. Joa, klar. So.
Scheiße, das wollte er erklären nicht. Scheiße. So. Oh nee. Schiss. So. Wieso? Scheiße. Werte Herausforderer, deine Fähigkeiten sind einfach und atemberaubend. Wir möchten dir nun unseren Ringmeister vorstellen. Ein Kampf gegen den Ringmeister, bist du bereit? Referee sagt, Trainer Dusty, bitte tritt vor. Referee, der Ringmeister, macht Platz für Greta. Okay, dann entfacht in mir die Leidenschaft für den Kampf. K.O. Teamturnier, lass es beginnen. Eine Herausforderung von Ringmeister Greta. Ja, ich hab jetzt durchschietet jetzt wieder. Es ist einfach zu anstrengend. So. Jetzt kommt das Assi-Pokémon. So. So. Und tschüss. Spieler besiegt Ringmeister Greta. Das gibt's ja nicht. Klasse gemacht. Der Sieger heißt Dusty. Oh, warte mal. Du bist doch ganz schön stark. Ich mag dich. Zeig mir deine Kampfzonenpost. Ist es nun eine R oder eine Sie?
Das Grob-Symbol wurde dem Kampf zum Pass hinzugefügt. Ja. Nächstes Mal haben wir noch mehr Spaß. Oh Gott. Ich freue mich schon drauf. Ein Sieg über den Ringmeister und ein siebenfacher Sieg über den Sieben-Tirea. Wir gratulieren dir zu deiner herausragenden Leistung. Geschätzte Herausforderungen, Anerkennung deines unermüdlichen Geistes überreichen wir die Gewinnpunkte. Okay. So, und so sieht er also aus, der Kampfring. Heißt, wir brauchen jetzt nur noch einen. Und dann sind wir fertig. So, also, im nächsten Part geht's dann weiter mit der Kampfpyramide. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächstes Mal geht es dann schön spannend und erkundungsteammäßig weiter. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.